Pionskora ist ein Pokémon mit den Typen Gift und Käfer. Er existiert seit der 4. Spielgeneration und kann sich zu Piondragi weiterentwickeln. Der Körper des Skorpion-Pokémon Pionskora besteht aus seinem ovalen Kopf mit zwei an den Seiten anliegenden, mit einem weißen Stachel ausgestatteten kugelförmigen Auswüchsen, seinem flachen Rumpf mit je zwei kurzen Beinen links und rechts und seinem skorpiontypischen gepanzerten Schwanz, welcher in vier tropenförmige Teile aufgegliedert ist und mit einem kugelförmigen Ende mit zwei gekrümmten Krallen abschließt. Die Hauptfarbe des Pokémon ist Indigo mit einem hellen Ton am Kopf, den Beinen und jedem zweiten Teil des Schwanzes und einem dunkleren Ton am Rest seines Körpers. Es besitzt zwei weiße Mundwerkzeuge an den Winkeln seines breiten Mundes und darüber liegend zwei längliche hellblaue Augen mit schwarzen Iriden und weißen Pupillen. Hier eine schwarze Linie ziert sein Torso und seine Stirn, wobei letztere geknickt ist. In der Shiny-Form erscheint sein Körper hauptsächlich in Rot. Pionskora ist artverwandt mit Pokémon-Spezies wie Thermopod. Dabei nutzt es einen Mix aus Gift-, Unlicht- und Käferattacken, wie beispielsweise Giftschock, Abschlag, Käferbiss oder Nadelrakete. Und es besitzt zum einen die Fähigkeit Kampfpanzer. Kampfpanzer sorgt dafür, dass es Volltreffer abwehrt. Dann kann es die Fähigkeit Superschütze haben, wodurch der Schaden von Volltreffern gesteigert wird. Und die versteckte Fähigkeit ist das Adlerauge. Das verhindert den Verlust von Pionskoras Genauigkeit. Pionskora bevorzugt trockene Gebiete wie Wüsten oder Steppen als Lebensraum. Ist es auf Beutezug, vergräbt es sich im Sand und wartet geduldig. Dort kann es ohne jegliche Nahrung bis zu einem ganzen Jahr verweilen. Hat es potenzielle Beute entdeckt, schnellt es aus seinem Versteck hervor und greift sie sich mit den Krallen an seinem Schweif. Darauf vergiftet es sie mit einem lähmenden Gift und muss dann nichts weiter tun, als darauf zu warten, dass sein Fang zu Boden sackt und außer Gefecht gesetzt ist, um ihn dann zu verspeisen. Sein harter Panzer spielt zudem auch auf seine Fähigkeit Kampfpanzer an. Dabei ist Pionskora der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 40 zu Piondragi weiterentwickeln. Durch seine Entwicklung zu Piondragi erhält Pionskora ein rabiateres und stärkeres Aussehen. Sein Kopf, welcher einst direkt an seinem Rumpf lag, ist nun durch einen langgegliederten Hals davon getrennt und auch die Auswüchse an seinem Kopf haben sich zu wendigen Armen entwickelt, die optisch seinem Schwanz gleichen. Zudem erscheinen die Beine kräftiger und Piondragis Gesichtsausdruck lässt eine erhöhte Kampfbereitschaft erkennen. Und seine Typenkombination oder durch seine Typenkombination nimmt es Viertelschaden gegen Kampf- und Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Gift-, Käfer-, Fee-Attacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Gestein-, Feuer- und Psychoattacken und der Rest macht normalen Schaden.